Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love is going to leave me. Vielleicht wird eine Frau wieder gesucht, weil zuerst hat es Patricia gemacht. Nachher nicht der Joel. Vielleicht wird jetzt wieder eine Frau gesucht, aber. Darum müssen wir uns mehr anstrengen. Dann mache ich jetzt schnell den Steckschritt, so wie sie es alle haben, nicht? Damit man sieht, dass das auch noch geht. Das hat die Frau bis jetzt. Hey! Hallo! Was darf denn sein? Tonina. Wie? Toni, ja. Toni. Aber Crystal, oder? Crystal. Nein, also, wenn ich nicht mehr du bin ich Crystal. Also, jetzt bist du Crystal. Bin ich Crystal, ja. Die Zürich Crystal. Die Zürich Crystal. Lass jetzt mal schnell. Kannst du mir so eine richtig schöne Drag Queen Wette von einer Sache machen? Bitte, ich will es einmal in meinem Leben sehen. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, wir haben jetzt ein Tief, wo von Westen kommt, nicht? Und das wird die Schweiz in Kürze erreichen. Und wir erwarten sehr tiefe Temperaturen. Besonders kalt wird es sein im Hörnli. Ja, schau, ich müsste in diese Distanz kommen. Jetzt sehe ich euch, ich bin ja short-sighted. Christel, warum hörst du überhaupt auf, oder? Ja, du siehst jetzt, du vielleicht meine Nachfolgerin wirst, Christel. Ja. Christel, jetzt ist deine Chance. Er hört auf, du gehst auf Position und machst uns eine Begrüßung zur Sendung. Der Rodolfo drückt Daumen, gell? Rodolfo? Die können wir dann nachher auch noch schnell sehen. Also schau mal in die Kamera rein. Servus die Madeln, servus die Buben. Oder grüezi miteinander. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute so zahlreich gekommen seid. Und ich hoffe, dass wir euch gut verkuppeln können. Das heißt, dass der Funke überspringt, möchte ich sagen. Ja, wir haben uns sehr bemüht, die richtigen Partner auszusuchen. Also, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Der Funke muss gerade sofort überspringen. Du musst jemand sehen. Schatz, die Sendezeit ist vorbei. Ist schon vorbei. Nicht das Referat, sonst nur eine Begrüßung. Der Rodolfo soll mal führen kommen. Komm, Rodolfo. Servus. Das ist jetzt also die ganz grosse Liebe. Was haben Sie das Gefühl? Also ich würd dich gerne weitergehen lassen, aber ich würde dich gerne als Mann noch in der Sendung haben. Kommst du nochmal, aber nicht als Crystal, sondern du kommst als Toni. Wenn du es nicht schaffst, als Swiss Date Moderator, als Moderatorin, dann hast du den Job beim Peter auf sicher. Und freue mich auf dich. Noch mehr witzige, spannende Bewerber im zweiten Teil von Swiss Date als Casting. Auch jetzt wieder ein grossartiges Kostüm. Grossartig, oder? Ganz natürlich. Es ist wirklich sehr gut. Ja, ich versuche mich normal zu benehmen, oder? Besonders kalt wird es sein im Hörnli. Was ist das Normale? Was ist normal? Ja, was ist das andere sagt normal? Wie? Toni. Toni, ja. Toni. Ich höre schlecht, weißt du? Ich habe gemeint, das andere sagt normal. Nein. Du musst mir aber gleich Fragen stellen. Ich muss dir Fragen stellen. Ja, weil du müsstest ja als Moderator von dieser Sendung, musst du ja die Leute befragen. Ich weiß ja gar nicht, was ich soll, oder? Aha. Das hat man mir nicht gesagt. Nein, frage halt was. Du bist jetzt ein Jüngling, wo eine Dame sucht. Oder wie ist das? Ja, zum Beispiel. So, Nehmen wir es so. Aha, so wäre das jetzt. Swiss Date, das ist okay, Toni. Sollen wir die drei Kandidaten mitspielen? Ah, ja. Da freut mich, dass du zu uns in die Sendung gekommen bist. Ja, also, und so wie, ich meine, jetzt bist du wieder befangen, so wie ich dich kenne, hast du schon einen guten Geschmack und wirst die richtige auswählen. Aber sicher, ja. Ja. Swiss Date ist in der Präsentation. Countdown wird Ihnen präsentiert von Ex Libris und Universal Music. Zürich News mit Maria Rodriguez. Grüezi und herzlich willkommen zu den Zürich News vom 18. Januar. Der Sonntagabend wird von diesen Themen bestimmt. Farbanschlag, Chaoten verschmieren die UBS am Paradeplatz. Flugzeugwrack wie der Airbus aus dem Hudson River borgen wird.
Swiss State Casting. Die Drag Queen Crystal schafft es nicht unter die letzten 10. Wie sich für eine Castingshow gehört, von Swiss State das Casting. Ich wünschte mir jemanden, der mich nicht nervt. Einfach jemanden, den ich einstellen kann. Oh, das ist jetzt ein würdiger Nachfolger. Und gerade darum hat er die 30 Kandidaten noch mal so richtig in die Mangel genommen und auf Herz und Nieren Verkehr geprüft. Was haltest du von öffentlichem Verkehr? Wenn man sich immer darauf schaut, organisiert, dann ist es immer gut. Da haben sie zum Beispiel Sachen gesehen, dass wir das dritte oder das vierte auf einem Mofa. Oh. Ja. In der Öffentlichkeit? Ja. Unglaublich. Nein, ich bin schockiert. Ja. Jeder von den 30 Kandidaten möchte gerne der Nachfolger von Joël Gilgen werden. Was ist das für ein Gefühl? Ja, das ist so mässig ecklig, oder? Dass man sieht, wer jetzt quasi meine Fußstapfen kommt. Du möchtest gerne Swiss State moderieren, weil du es schön findest, wenn sich Leute finden. Das ist so. Hast du jemanden gefunden? Immer wieder. Doch nicht nur Christel schlüpft immer wieder in eine andere Rolle. Auch die Moderatorin Patti Boser. Wir sind geraten! Ja, ich will. Von 30 kommen schlussendlich 10 ins Recall. Da nimmt der Schweizerische Dieter Bohlen kein Blatt vors Maul. Mein aktueller Traum ist, ich möchte gerne die Anzahl der Arschlöcher, die mich umgeben, minimieren. Und auch kein Detail entgeht der Jury. Ja, und wenn sie zum Beispiel hätte wollen, einen Brief schreiben oder ein Autogramm geben, hätte ich sein Papier bei dir schon gehabt und du hast eine ganze Papeterie dabei mit Kugel und allem. Genau. Brauche ich etwas, um mich festzuheben? Ich habe sonst das Gefühl, irgendwie... Du hättest mich ein Händchen heben können. Wieso hast du den Zettel in der Hand? Den brauchst du gar nicht. Ich bräuchte ihn nicht, nein. Du brauchst ihn nicht. Hört mal endlich auf mit den Zetteln, das macht mich aggressiv. Für 20 hat es leider nicht weiter gelangt. And now the end is near. Und Katja Wiedemann, die mittlerweile Mutter von Milo geworden ist, enttäuscht. Ich habe ja das schönste Geschenk bekommen, das ich wünschen kann. Nämlich einen gesunden Bub, den Nilo. Seit 3 Wochen schon jetzt auf der Welt und wir sind überglücklich. Ja. Enttäuscht kann man wie eine Gruftine oder ein Grufti einstellen werden für so etwas. Und für die restlichen 10 heisst es... Die Entscheidung ist gefallen. Eins ist sicher, jemand von diesen 10 wird ab März die Sendung Swiss State moderieren. Mal schauen, wer am meisten Biss hat, den Casting-Marathon durchzustehen. Und darum gilt für die restlichen Teilnehmer. Was ich gesehen habe, ist die Konkurrenz ziemlich gross. Das heisst also Finger raus und Gas geben. Dein geisse Peterli ist da. Du weißt, ich hab dich auch so gern. So gern wie meine Berg. Du weißt, mein liebe Peterli, ich hab dich schier gern. So gern wie meine schöne Bär. Du bist ein loser Geib. Du weißt, mein liebe Peterli, ich hab dich schier gern. So gern wie meine schöne Bär, du bist mein Loser-Kein. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, 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 wir sind enorm in Form. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, 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 haben die Nase vorn. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi.